Herzlich willkommen, neues kurzes Video. Ich bin noch in Dresden. Über Fred Weidler habe ich einen ganz tollen Kontakt bekommen. Thorsten Schepan steht neben mir. Du bist kein Gästeführer, sondern du hast gerade Pause. Ja. Wo? Ja, die Semperoper hat gerade Bohem Doppelvorstellung und zwischen den zwei Vorstellungen haben wir ein bisschen Zeit und da haben wir jetzt die Zeit genutzt, um uns hier beide die Stadt anzugucken. Und da haben wir deine Frau mitgenommen und sehen jetzt mal, was hier so Schönes ist. Und wir sind jetzt direkt am Neumarkt. Genau, wir sind vor einer ganz ulkigen Einrichtung, im Restaurant. Dresden 1900 heißt genau. Das. Da waren wir, als Deutschland rausgegangen ist, waren Ina und ich dort essen. Und da kam ein Schaffner kostümiert an und sagte, ich habe Ihnen eine lebenswichtige Mitteilung zu machen. Deutschland führt 1-0. Und dann sind sie ja trotzdem, was haben die 4-0 gespielt? Ja. Irgendwie sind die ausgeschieden. Fußball ist Geschichte. Weihnachten steht vor der Tür. Genau. In der Semperoper ist im Moment eine Vorstellung nach dem anderen. Ein Termin mit dir zu kriegen ist ja fast unmöglich. Also eigentlich keine Chance. Morgen doppelte Zauberflöte. Die Leute freuen sich auf dieses Stück. Und das ist ja ein weltweit bekanntes Opernwerk. Die Zauberflöte wird ja in der Schule schon gelehrt. Ich weiß ja nicht, ob das heute noch gelehrt wird. Bei uns wurde es noch gelehrt. Ne? Also wir freuen uns auf morgen dann. Heute Abend ist ja nochmal eine Bohem. Und Dresden 1900, das Lokal hast du ja erwähnt. Und Karl-Heinz Bellmann ist auch ein Freund von mir. Vielleicht können wir schöne Grüße sagen. Lieber Karl-Heinz, schöne Grüße. Wir waren bei dir und mein Freund ist total happy. Ja, waren auch begeistert vom Essen. Am Essen dreht sich hier viel. Dresdner Stollen ist ja wirklich alles. Überall, wo man hingeht, nur noch Dresdner Stollen. Und Weihnachtsmärkte. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es hier so viele gibt. Du hast uns den historischen Weihnachtsmarkt eben noch gezeigt. Das ist der Neumarkt hier? Das ist der Neumarkt. Direkt vor, wir sind vor der Frauenkirche übrigens. Was wir jetzt nicht so zeigen können, weil da gibt es Gegenlicht, da sind wieder Leute, die sind nicht zufrieden, dass sie gerade gefilmt werden. Es kommt ja auch noch dazu. Und also hier in Dresden dreht sich im Moment alles um Weihnachten. Wir waren in Moritzburg, da ist ja das Aschenbrödel, genau, wurde dort gedreht. Und richtig Touristenströme dort. Ist in Dresden immer so viel los? Ja, also wenn das normale Leben wieder zuschlägt, ja. Da komme ich nicht mal in die Tiefgarage rein. Ich war heute eine Runde Ehrenrunde gefahren und musste wieder rausfahren, weil zu viele Leute da sind. Das ist aber wunderbar. Wir freuen uns über jeden, der hierher kommt und sich diese Stadt anguckt und auch ihr Geld da lässt. Das ist natürlich auch schön für uns und für die Wirtschaft. Und auch die Künstler werden natürlich auch gefragt. Und das ist natürlich auch, Dezember ist der verrückteste Monat. Also da arbeiten alle, bis sie nicht mehr können. Ist ja so, dass viele Chöre sich ja so auf Weihnachten in der Kirche vorbereiten und wollen natürlich auch, dass da jemand, so wie du, singt. Passiert das hier in Dresden? Werdet ihr da gebucht? Also der Opernchor hatte ZDF-Konzert gehabt zum ersten Advent und das war hier Live-Mitschnitt in der Frauenkirche. Der wurde auch gesendet und der wird auch nochmal wiederholt. Also kommt mehrfach und das ist immer ein Highlight und wenn man in der Besetzung ist und das macht, ist das cool. Ich war nicht dran, aber ich hatte was anderes zu tun. Gestern hast du die AIDA gemacht. Gestern war AIDA, ja. Und da, ich hätte nicht gedacht, Katharina Thalbach, die kenne ich eigentlich nur vom Film und vom Fernsehen. Ja. Und die hat das inszeniert. Ja, die hat das inszeniert. Das war eine wunderbare Zusammenarbeit und total coole Bearbeitung für uns. Es ist natürlich wie in Verona. Man stellt sich vor, man ist in einem historischen Museum und spielt dort die AIDA. Und das ist von der Besetzung her fantastisch und das ist natürlich auch ein Bühnenbild für die Zuschauer ein Genuss. Du hast richtig Gesang studiert. Ja. Und was kannst du Leuten raten, die sagen, ich will jetzt auch mal an die Oper singen oder ich will mich darauf vorbereiten? Im Moment denken die Leute, das läuft alles über Castingshows, man geht irgendwo hin, singt da irgendwas vor, man wird entdeckt. Wie läuft es wirklich? Also Opernsänger werden ist eine harte Nuss. Wenn einer dich fragt, wie komme ich denn zur Oper? Dann hat einer mal gesagt, als Joke, viel, viel üben, mein Freund. Also das ist sehr anstrengend auch. Dieser Studienweg ist lang. Dann muss man vorsingen, ob man das schafft, ob das passt, ob der Chordirektor dann will und die Kollegen. Das ist auch Glücksfall. Also mein Glücksfall sind 25 Jahre Semperoper, vorher 6 Jahre Metropoltheater. Davor Militärorchester Berlin, das Polizeiorchester Berlin, was dann aufgelöst worden ist mit der Wende. Aber die Entwicklung, also wenn man das, was ich heute mache, vergleicht
Ich weiß nicht, ob das jemand heute noch hinkriegt, ob das noch funktioniert. Also, singen, wer singen kann, soll er gerne machen. Ein Hochschulstudium versuchen, wenn er das genommen wird, das ist eine anstrengende Geschichte. Das muss man sehen, ob man das schafft. Ein Beruf ist es auf jeden Fall, aber wir haben starke Konkurrenz. Aus allen Bereichen. Wie kommt es dazu? Gibt es mehr, die jetzt so gibt es Quereinsteiger? In der Oper nicht, die sind alle Studierte. Also meistens studierte Sänger. Und die Koreaner kommen sehr gern nach Deutschland und singen hier, weil die eine besondere Technik haben und besondere Stimmen. Und die hohen Stimmen oder ganz tiefen Stimmen, die von dort kommen, haben eine besondere Technik, was die deutschen Sänger nicht so haben. Wahrscheinlich an den Lehrern oder an dem Interesse, an dem Beruf. Es ist ja auch, wenn man jetzt 2 Jahre Corona rückblickend sieht, wir Menschen in diesem Beruf hatten eine ganz schöne Leidensphase. Auch die Schlagersänger hatten eine Phase.